Ah, da sind wir zurück und wir haben ja leider gesehen, dass die ersten zwei Aufnahmen auf so einem Mini-Bild waren. Das tut uns schrecklich leid, vielleicht holen wir die einfach danach nochmal nach. Auf Very Hard, um uns zu entschuldigen. Yep. Jetzt müsste es funktionieren, jetzt haben wir nämlich auf meinem Aufnahmeprogramm. Es ist ja schon ein relativ altes Spiel, deswegen muss man das halt ein bisschen anpassen. Und irgendwie, selbst wenn ich es auf Full HD einstelle, kommt nur Grütze bei raus. Deswegen ist es jetzt wahrscheinlich von der Auflösung her nicht so geil, aber es ist wenigstens auf dem ganzen Bildschirm. Das haben wir voll verplant gerade. Tut uns schrecklich leid. Aber wir können, das machen wir vielleicht dann, aber wir müssen ja hier durchzocken eigentlich, weil sonst geht unser Spielstand verloren. Ich hoffe, es hat euch dann trotzdem Spaß gemacht, soweit. Wie gesagt, als kleine Entschuldigung nehmen wir dann die ersten zwei Stages nochmal auf Very Hard auf, wenn wir hier durch sind. schauen, wie weit wir damit kommen. Ja. Wohl eher gesagt. Du bist schon wieder tot. Mensch, Baron, ey. Entschuldigung. Der Baron hat mir gerade gebeichtet, dass er das lieber auf seinem Nintendo-Controller spielen würde. Lieber. Und hat mir den Tipp gegeben, das mal mit dem, auf dem Steuerkreuz zu probieren, weil wir spielen ja beide hier auf dem Xbox One-Controller. Weil man da scheinbar besser nach schräg schießen kann. Und ich muss auch sagen, das stimmt, weil ich habe vorher jetzt immer mit dem Stick gespielt. Ja, gerade bei so arcadigen Dingen. Alter, die Stage ist auch schon übel hart, schon gleich am Anfang. Ja. Und ich bin wieder tot. Mach ich auch, ey. Hat gerade die Heavy Machine Gun, ey. Ich bin mal gespannt, ey. Ich bin auch schon wieder. Nein, ich lebe noch. Oh, nein! Granaten! Oh, Mann, ey. Die Helikopter machen mich fertig, ey. Vor allem, wenn du genau drunter stehst, du musst ja eigentlich so schräg bekämpfen. Aber wenn du genau drunter stehen bleibst, dann treffen dich die Bomben von denen. Volle Kanne, ey. Was ist das? Pollen. Ach, süß, ey, wie sie das gemacht haben. Ich weiß, ist ja nicht so schlimm, wenn das nicht keine so eine hohe Auflösung. Wow, was ist da denn drin? Ich mag das, ich finde das eh bei den alten Spielen, dieses auf mehreren Ebenen. Weil du hast ja vier, fünf Ebenen, was deine Grafiken angeht. Ja. So diese typischen bewegten Hintergrundbilder. Alter. Oh. Ist das Wein oder sind die explodierende? Das weiß ich nicht. Was kann man damit machen? Oh, die Teile sind tödlich, ey. Ja. Fuck. Oh. Oh, ich bin mal wieder down. Oh, die hat mich gefressen! Die Sau! Bin runtergeschluckt, ey. Wie schafft die das denn? Achtung, da kommt wieder Pollenalarm. Oh, ne Scheiße, ey. Oh. Uff, bist schon weiter? Ja. Oh, gut. Ich habe gedacht, und ich holz natürlich gleich mal wieder rum, wie blöd. Kann man sich an den festhalten? Ne, okay. Geht nicht. Wenn ich das Heavy Machine Gun habe. Ich hoffe, wir sind beide richtig im Bild. Hoffe ich. Oh Mann, nee, tut mir echt leid, dass ich das verkackt habe jetzt bei den ersten zwei Folgen. Aber wie gesagt, wenn wir es dann auf Very Hard spielen, in 10 Folgen eine Stage oder so. Das Prince of Persia Zitat hier, oder? Das ist ja alles ein bisschen so an Rambo und so angelehnt. Vom Setting hier Afghanistan und das sind Panzer mit Fred Feuerstein Antrieb. Was schreit der? Rap. Terroristen hier, ey! Crap! Wow. Was sagt denn der, wenn die verrecken, was sagen die denn? Crap? Oh, ich bin schon wieder dran. Die sagen doch Crap, oder? Wenn jemand weiß, was sie sagen, wenn sie sterben hier, die Afghanen da, oder die komischen Durchgetreten hier, dann schreibe er dies bitte in die Kommentare. Bestimmt weiß das irgendjemand. Du bist schon wieder fett, ey. Ich bin sicher. Dann friss mal lieber deine da hinten, ey. Mit deiner Ultraplauze. Ah, oh, ich bin geplatzt. Flammenwerfer da, komm her, Junge. Boah, den vom Himmel geholt. Bam, so, roter Baron war gestern, ey. Ey, der ist mit mir verwandt, ja. Stimmt, ja. Wenn du eine Frau wärst und der Baron heißen würdest, dann hättest du einmal im Monat den roten Baron. Entschuldigung.
dann wäre ich aber nicht der Baron, sondern die Baroness, oder? Nee, Baronetten. Ja. Das ist, wenn du doch genauso aus... Boah, ey, fuck mit dem Bombenteppich da, ey. Wenn du genauso aussehen würdest, wärst du auch noch der Baron. Dann wäre ich die bärtige Baroness. Ja, eben. Jetzt verreck doch mal da drüben, ey. Scheiß Panzer, ey. Links einer, rechts einer. Eieieiei. Boah, stell dir mal das auf. Das ist jetzt Medium, ne? Das ist eigentlich der Pussy-Schwierigkeitsgrad. Laser! Ah ja, klar, ne? Komm, ich... Warst du das mit dem Laser? Ja. Achso, okay. Das Problem war, ich habe alle gleichzeitig getötet und alle sind gleichzeitig in die Luft gegangen. Selbstmord, Attentat. Oh, Boss-Battle. Ne, noch nicht schießen. Bringt mir nichts. Jetzt. Vorsicht. Oh, leck mich am Arsch! Oh. Okay. Der kündigt sich aber auch an, oder? Ja. Und was macht das? Ich spring lieber runter. Der ist zielsuchend, ja. Ich hab's noch ein Stückchen überlebt, ey. Solange ich es überleben konnte, hab ich es überlebt, ey. Ich denke, das Ding hat eine Levelbegrenzung, aber das hat's leider nicht. Ja, stimmt, fällst du hinten runter, ne? Ja. Ja, was, Puff the Magic Dragon oder was? Hoho, Alter, ey, weil es nicht schwer genug ist. Puff the Magic Dragon! Den ist aber wenigstens halbwegs leicht auszureichen. Den Drachen? Ja. Ja. Aber du kannst es ja auch nicht besiegen, ne? Weiß ich, der fällt immer direkt auf. Ah, da muss ich springen, wenn der. Hey, da brauchst du eigentlich, da musst du dich eigentlich echt aufs Ausweichen konzentrieren. Ja, das ist so. Hat definitiv Bullet Hell. Voll, ey. Ah, die hitten dich aber auch nicht, die hitten dich nur, wenn du. Komm, das muss halt Schaden machen, ey. Die hitten nur, wenn sie runterspringen, ne? Wenn sie auf dich drauf fallen. Ja. Vorher hitten die gar nicht. Ach, geil. Okay, da muss ich jetzt echt ohne Scheiß mich konzentrieren, dass ich dann. Und ich bin tot. Mal wieder. Oh Mann, ey, Scheiße! Ah, Mann! Ja. Du? Geldbrunnen? Ich hab grad die geile Laserwaffe, ey. Komm, auf! Geld! Money! Eddie Money! Eddie Money? Okay, ich schau, dass ich die ziehen kann. Ach, jetzt hab ich. Oh Mann. Habe ich nicht auf die Drachen geachtet. Oh, und ich nicht auf die scheiß roten Dinger da, die aus seinem Fresse fallen. Mann. Weil die lagen jetzt auch gerade ganz normal da eigentlich. Oh Mann! Nein! Um Pixel, ey. Um ein Pixel. Die töten dich auch nur, wenn sie auf dem Boden aufkommen eigentlich, ne? Magic Dragon! Boah, gleich drei, vier! Ja, das kommt jetzt also noch. Ja, okay. War ich eine Sekunde zu spät, ne? Oh, Mann. Ja, klar, ey. So, wir müssen dann am Ende mal ausrechnen, wie viel Geld wir verbraten hätten, um das Spiel durchzuspielen. Ohne Scheiß, müssen wir echt mal. Wir nehmen es ja auf. Wir können es mal anschauen. Und wenn einer von euch vielleicht so nett ist. Und jedes Mal einen Strich macht, okay, dann. Ja, das kommt jetzt ein bisschen früh, ne? Aber ja, gut, okay, wir machen es ja nochmal auf Very Hard, ne? Dann zählen halt die ersten zwei Folgen nicht. Und zählen es halt jetzt mal wegen ab hier. Das wird bestimmt genauso verlustreich. Und dann rechnen wir das einfach auf die. Genau, auf die und dann für jeden richtigen Tod. Also für jedes Continue quasi 25 Pfennig. Oh Mann. Der Strahl von denen ist auch tödlich, ey. Oh Mann, in den letzten reingesprungen, ey. Kacke. Ah, der ist schon ziemlich rot. Also wenn da einer Bock drauf hat, ich wäre da echt mega dankbar, wenn das mal jemand irgendwie zählt. Das wäre definitiv interessant. Und weißt du, was wir dann machen? Wenn das jemand macht, dann nehmen wir das Geld, rechnen es in Euro um und spenden es irgendwie. Ja, das können wir echt machen, ey. Kein Stress. Also, jetzt das Sterben für den guten Zweck. Genau, das hat ja jeder was davon, ne? Weißt du, also.
Das Geld, was wir sonst in das in den Arcade-Automaten gesteckt hätten, das spenden wir. Und wer Ideen hat, wo man das hinspenden kann, auch einfach raushauen. Genau, ja. Also bitte seriöse Vorschläge, nicht irgendwie. Nicht für Bier mir oder so. Nein, das machen wir nicht, aber. Oh Mann, ey. Mann, ey! Achso, ich lieb schon, oder? Oh, der muss doch mal down gehen jetzt, ey. Oh, und wieder 25 Pfennig. Das war locker 300 Euro, ey. Was hast du nur getan? Ach naja, wieso? Ja, nein. Ihr könnt es ja auch aufteilen. Wenn's einem in der Betrag zu groß ist, teilen wir es halt auf verschiedene Sachen auf, wo wir es schon spenden oder so. Aber nur wenn es einer macht, ne? Nur wenn ja. Einer hier mitzählt. Also jetzt geht's ans Geld, ne? Jetzt ja. Haben wir eine neue Motivation. Und was spricht der linke Daumen? Der linke geht, der rechte ist schlimm bei mir. Bei mir ist es irgendwie gerade der linke. Ich weiß auch nicht warum, weil es ja eigentlich nur fürs Gehen zuständig ist, aber wahrscheinlich gehe ich zu hart. Ich bin zu oft gesprungen, glaube ich, in dem Darum jetzt. Ach, der arme Vogel, ey. Na komm, setz dich drin. Achso, ich krieg auch einen. Juhu! Feine Mission. Bam, 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 bam. Ich glaube, die Folge wird auch schon wieder übelst lang. Mhm. Weil ich mal wieder vergessen habe, hier Leckerpause zu. Wenn ich down gehen sollte, was wahrscheinlich gleich passiert, dann mache ich eine Folgenpause. Ha! Ist das ein Plan? Ja, diesen Plan. Wow, ja, ich bin down. Jetpack! Du sitzt aber zu weit vom Hotkey weg. Oh, jetzt kommt's aber echt hier an so einen Sidescore-Bullet-Hell-Shooter ran, ey. Ja, und ich bin vor dir gestorben. Ich hab sogar erstaunlich viel Leben noch, fällt mir das echt gerade. Ja. Ha! Ich bin kein Pfennig mehr, ey, hier. War schon genug bisher. Ja, aber das wäre auch mal echt eine geile Sache. Die man vielleicht auch verbreiten könnte. Es gibt ja so eine Aktion, habe ich gesehen. Bonus? Es gibt ja so eine Aktion, dass man quasi die Schweine aufsammelt. Es regnet Schweine. Es ruckelt wie Sau. Es hat gerade echt ein bisschen geruckelt, ey. Finde ich krass. Oh nee, oder? Weißt du was? Ah, es geht weiter, raus, steig aus. Oh, Mann. Juhu, ich lebe immer noch. Ja! Oh, komm! Komm! Kein Folgenpäuschen, ey. Ne, was ich sagen wollte, es gibt eine Aktion, da spielst du einen Ego-Shooter oder sowas und spendest dabei Blut. Also für jedes Ableben. Okay, Folgenpause. Ne, ich hab noch ein Leben. Achso. Ich bin erst einmal gestorben. Ja, wenn ich auf Continue drücken muss. Da spendest du Blut beim Zocken quasi. Und das wäre doch echt mal cool, für jeden Tod hier. Ja, aber man muss schon auch sagen, dass man eigentlich so bei den YouTubern, vor allem bei den Let's Playern gerade, eigentlich die sind ja übelst, die spenden so viel teilweise, ja. So Harald Frenkel zum Beispiel oder so. Oder auch Gronk und Sarraza haben ja auch für dieses ALS auch relativ viel Knete gespendet. Ja, ich hab... Also da kann man sich schon nicht beschweren. Und hier mache ich einen Folgenpäuschen und bin sofort wieder da.